das äußerste Ende, de Uetterste End. Die Geschichte jenes Ortes, der heute als Rosen- und Hochzeitstadt Uetersen bekannt ist, ist lang. Bereits 500 nach Christus gab es hier erste Ansiedlung, wenngleich heute ein anderes Jahr als offizielles Gründungsdatum gilt. Das Geburtsjahr Uetersen wird mit 1234 angegeben. Das Gründungsjahr damals hat Heinrich von Barmstede hier ein Zisterzienserinnenkloster gegründet. Diese Gründung eines Klosters war gleichsam mittelalterliche Entwicklungspolitik. Denn natürlich profitierten auch die Neuansiedler vom Wissen der Nonnen damals. Auch eine Burg wird erwähnt, wahrscheinlich sind es sogar zwei Burgen gewesen, von einer kennen wir den Standort, auch nicht weit von der Kirche entfernt, hier auf dem Burgplatz an der Keimzelle Uetersens. In seiner nun fast 800-jährigen Geschichte ist Uetersen zu einer bunten und lebendigen Kleinstadt im Süden Schleswig-Holsteins und am Rande Hamburgs gereift. Eine Stadt mit eigener Marke und eine Stadt mit einem ganz eigenen Charme. Eigentlich ist Uetersen die ideale Stadt. Nicht zu klein, nicht zu groß, sehr bunt, nie langweilig, viel Kultur, gute Schulen, wunderschöne Parks, exzellente Restaurants. Menschen, die sich einsetzen und nicht nur an sich denken. Uetersen ist eine Stadt, die einlädt und nicht ausgrenzt. Wir verbinden gute Traditionen mit neuen Ideen. Deshalb kommen viele Gäste zu uns und viele Brautpaare wollen hier heiraten. Die Uetersener sind nicht gern allein. Sie reden Klartext und haben ein großes Herz. Das gefällt mir. An Uetersen gefällt mir meine Kundschaft. Uetersen ist für mich der sonnige Süden von Schleswig-Holstein, manchmal haarig und das ist gut so. Uns gefällt in Uetersen, dass man sich hier sozial engagieren kann und dieses Engagement sehr geschätzt wird. Mir gefällt an Uetersen besonders gut das Kloster und dass ich alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann. Mit seinen fast 18.000 Einwohnern befindet sich Uetersen derzeit auf Platz 89 der am dichtesten besiedelten Städte in ganz Deutschland. Die zahlreichen Supermärkte, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind also schnell erreicht. Ein Vorteil, vor allem für junge Eltern und Senioren. Über die aktuellen Geschehnisse rund um die Stadt an der Pinnau berichten täglich die Uetersener Nachrichten. Oder kurz Üner, wie man hier sagt. In diesem Jahr feiern die Uetersener Nachrichten ihr 150-jähriges Jubiläum. Wir sehen uns als Bindeglied zwischen Politik und Bürger, ein bisschen als vierte Gewalt, die hier und da auf Missstände hinweist. Die Redakteure der Uetersener Nachrichten sind alle sehr lange Jahre hier bei uns und damit ergibt sich ein Vertrauensverhältnis zwischen denjenigen, die in Politik und Wirtschaft agieren und andererseits den Redakteuren, die genau wissen, wo man möglicherweise bei der Berichterstattung auch eine Grenze zieht. Uetersen hat ein reiches Vereinsleben und da steht das Ehrenamt im Mittelpunkt. Und wir sehen es wiederum auch als Uetersener Nachrichten als unsere Aufgabe an, dieses entsprechend zu würdigen, darüber zu berichten und zu informieren. Ein wichtiges Ehrenamt betrifft die engagierten Mitgliederinnen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen. Will man in Uetersen entspannen, ist das Rosarium im Herzen der Stadt sicherlich die erste Anlaufstelle. Norddeutschlands größter Rosengarten lockt mit seinen über 900 Sorten nicht nur zahlreiche Touristen und Rosenfreunde aus aller Welt nach Uetersen. Die 7 Hektar große und frei zugängliche Parkanlage ist auch die Heimat vieler Tiere und ein beliebtes Fotomotiv. Auch für die zahlreichen Hochzeiten, den Uetersen seinen zweiten Beinamen Hochzeitsstadt verdankt. Für mich als Fotograf bietet die Rosenstadt Uetersen sehr viele schöne Fotomotive, denn hier in dieser Stadt kann man wirklich die städtebauliche Geschichte und Entwicklung sehr gut sehen. Wir haben viele historische Gebäude, die moderne, aber wir haben auch sehr viele schöne Fotomotive im Rosarium, in Langestan oder rund um den Klosterbezirk. Im
Volksmund ist Uetersen als Rosen- und Hochzeitsstadt an der Pinnau weit über die Grenzen des Landes Schleswig-Holstein bekannt und gehört damit zu einem exklusiven Kreis von lediglich 12 Rosenstädten in ganz Deutschland. Etwas, worauf die Stadt und ihre Bürger durchaus stolz sein können. Ihren Ursprung haben viele der Uetersener Rosen bei einem der ortsansässigen Rosenzüchter, wie Rosentantau zum Beispiel. Der Familienbetrieb Rosentantau ist seit über 100 Jahren in Uetersen. Wir produzieren über eine Dreiviertelmillion Rosen selbst jedes Jahr. Die stehen 2 Jahre auf dem Feld und werden dann als wurzelnackte Rosen geerntet und in Töpfe gesteckt und verkauft. Neben den Gartenrosen ist großes Betriebsfeld die Schnittrosen, die in die ganze Welt gehen. Wir haben Agenten in Südamerika bis Asien, überall auf der Welt kann man auch unsere Schnittrosen erhalten. Ebenso die Gartenrosen habe ich gerade erst in Neuseeland welche gesehen. Für Hobbypiloten und all diejenigen, die die Welt gerne aus der Vogelperspektive betrachten, ist der Flugplatz Uetersen Heist der richtige Ort. An Uetersen gefällt mir, dass, wenn ich von Hamburg zurückkomme, ich total Ruhe verspüre und Jung und Alt hier super miteinander auskommt. Mir gefällt an Uetersen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und was auf die Beine stellen und nicht nur meckern und sich beklagen, sondern was für ihre Stadt tun. Mir gefällt an Uetersen, dass es so abwechslungsreich ist und ich regelmäßig von meinen Fahrschülerinnen und Fahrschülern höre, hier bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Wenn du mich hier rauslässt, komme ich nie mehr nach Hause. In fremde Welten entfliehen könnte Uetersen am besten im Burgkino. Während immer mehr kleine Lichtspielhäuser dem sogenannten Kinosterben zum Opfer fallen, hält das Uetersener Burgkino erfolgreich dagegen. Das liegt vor allem an einem. Das Programm vom Burgkino ist sehr vielfältig. In den Bundesstarts in 2D und 3D haben wir verschiedene Events. Zum Beispiel Charmerpartys für Kinder, Mädelsabende für Erwachsene, Ladies Night, Horrornächte, andere Filmnächte, aber auch Live-Übertragung von der Pariser Oper und vom Bolschoi-Ballett aus Moskau. Kommen Sie einfach mal vorbei, schauen Sie das Programm an. Wir sind auch im Internet zu finden. www.burgkino.de. Vielen Dank und tschüss, bis bald. Unweit vom Burgkino entfernt befindet sich Uhren Bentin. Bereits in der 3. Generation und seit über 75 Jahren wird dem Kunden hier hochwertige Uhren- und Goldschmiedekunst angeboten. Der Kompetenzbereich der hauseigenen Werkstatt reicht vom einfachen Batteriewechsel bis zur exklusiven Schmuckanfertigung auf Wunsch. Eine noch viel längere Tradition hat die Buchhandlung Lavorenz in der Fußgängerzone. Seit über 130 Jahren erfahren Kunden hier beste Beratung in den Bereichen Literatur, Papier und Fotografie. Aber auch bei Schulanfängern ist Lavorenz die Adresse Nummer 1 in Uetersen. Ich und meine Familie mögen an Uetersen die Ecken, die Kanten und auch die schönen Seiten, wie Langes Tannen, das Rosarium, das Klosterviertel und die Fußgängerzone, wo wir uns sehr gern mit Kollegen und Freunden und verrückten Menschen treffen, wilde Partys planen und einfach viel Spaß haben. Mir gefällt an Uetersen, dass ich viele Möglichkeiten habe, mit meinem Hund spazieren zu gehen. An Uetersen gefällt mir das familiäre Umfeld, was hier herrscht und meine treuen Kunden, die seit 10 Jahren zu mir in die Tanzschule in den kleinen Sand kommen und natürlich auf jeden Fall meine Tanzschule hier in Uetersen. Uetersen ist auch Bildungsstandort. Neben etlichen Kindergärten gibt es hier 2 Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule bestehend aus einer ehemaligen Haupt-, Grund- und Realschule sowie ein Gymnasium. Musik
für größere Betriebe und so manches global orientierte Unternehmen bietet die Stadt Platz. Viele der Uetersener arbeiten bei einem dieser großen Unternehmen. Der größte von ihnen ist der Arzneimittelhersteller Nordmark mit seinem Sitz direkt an der Pinnau. Nordmark produziert selbst Wirkstoffe und auch Arzneimittel daraus. Und das ist eben halt das Besondere, dass beide Fertigungsschritte hier bei Nordmark durchgeführt werden. Wir sprechen hierbei von einer sogenannten vollintegrierten Produktion. Hierbei stellt Nordmark biologische Wirkstoffe her und auch biologische Arzneimittel. Ja, Nordmark besitzt auch die Rechte an einem Wirkstoff, der aus dem Gift der malaiischen Grubenotter hergestellt wird. Hierzu hat Nordmark die Schlangenfarm gebaut, um sich seine eigene Rohstoffversorgung sicherzustellen. Die Schlangen werden von ausgebildeten Tierpflegern betreut, alle 3 Wochen gemolken, das heißt, das Gift wird dann ganz sanft aus den Giftdrüsen ausmassiert. Der Wirkstoff hat blutverdünnende Eigenschaften und derzeit ist Nordmark damit beschäftigt, ein Medikament gegen sogenannten Hörsturz damit zu entwickeln. Das Besondere an Nordmark in Bezug auch auf die Beziehung zu Uetersen und zur Region ist, dass Nordmark ein Unternehmen ist, das fest in der Region verwurzelt ist und sich auch für die Region verantwortlich fühlt. So hat Nordmark während der letzten Zeit über 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es ist auch ein Betrieb, der sehr viel ausbildet, ein wichtiger Steuerzahler und für die ortsansässigen Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe ein bedeutender Auftraggeber. Ja, und nicht zuletzt lassen natürlich auch die Mitarbeiter von Nordmark einen erheblichen Teil ihrer Kaufkraft hier in der Region. Im Norden Uetersens liegt die Parkanlage Langes Tann. Einst der Wohnsitz einer reichen Müllerfamilie ist das weitläufige Gelände heute für jeden frei zugänglich. Etwas, das die Uetersener dankend annehmen. Und das zu verschiedenen Anlässen. Familien besuchen den traditionellen Bauernmarkt, Ornithologen beobachten die verschiedenen Vogelarten und alle anderen finden hier an 364 Tagen im Jahr Ruhe und Entspannung. Nur an einem Tag dreht selbst der Wald völlig durch. Rock'n'Rose ist eine umsonst und draußen Musikveranstaltung in Uetersen, die es seit 2011 gibt, also dieses Jahr zum 4. Mal durchgeführt wurde. Das Besondere daran ist für mich, dass da vor allem junge Bands oder Bands aus dem Umfeld Spielpraxis vor Publikum bekommen sollen, Spielpraxis dann auch vor großem Publikum teilweise auf einer richtigen schönen Bühne und dass eben die Jugend aus Uetersen und auch dem Umfeld die Möglichkeit hat, diese Musik zu hören, die bunt gemischt ist. Bis 2008 gab es an dieser Stelle schon das legendäre Woodrock, das so einen Höhepunkt für die Jugend darstellte. Dann ist es aber eingestellt worden. Und im Frühherbst 2010 bin ich dann von der Bürgermeisterin gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, das Festival wieder aufleben zu lassen. Und seit 2011 findet das halt an dieser Stelle unter einem neuen Namen, nämlich Rock'n'Rose, statt. Und das Ganze ist vor allem nur machbar, weil es die ganzen vielen Helfer gibt, die alle umsonst freiwillig und ehrenamtlich hier arbeiten. Ohne die würde das überhaupt nicht funktionieren. Das Festival, das kann ich nach jetzt der 4. Veranstaltung sagen, ist in Uetersen angekommen, wird angenommen und es macht ganz viel Spaß, das auch schon jetzt weiter zu planen und Nummer 5 im Auge zu haben. Ein anderer Ort, ein ähnliches Bild. Auf dem Gelände des Flugplatzes Uetersen heißt, findet bereits seit 5 Jahren das sogenannte Tower Festival statt. Mit bekannten Bands wie Extra Breit oder Torfrock wird den zahlreichen Gästen hier jedes Jahr gute Unterhaltung garantiert. Ein wichtiger Bestandteil der Uetersener Kulturlandschaft ist die Hagebuttenbühne. Der 1989 gegründete Verein lockt jedes Jahr mit verschiedenen Angeboten wie dem traditionellen Weihnachtsmärchen zahlreiche junge wie alte Gäste ins Theater. Zu internationaler Bekanntheit hat es ein anderer Verein aus Uetersen geschafft. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Uetersen bei den Chorknaben arbeiten kann. Ich bin jetzt im 15. Jahr hier
Und wir freuen uns über sehr, sehr viele Jungs, die bei uns singen, aus Uetersen und Umgebung. Unser Stimmbildner Harald Stockfried geht immer in die ersten Klassen der Grundschulen, sucht Jungs aus und lädt sie zu einer dreijährigen Probezeit ein. Und aktuell haben wir 130 Jungs, und das ist für eine Kleinstadt eine ganze Menge, die bei uns gerne singen. Genauso freuen wir uns über das Publikum hier aus Uetersen und im Kreis Pinneberg. Wir können hier als Verein eine ganze Menge unterschiedlicher Art von Musik machen. Und gerade im nächsten Jahr, da haben die Chorknaben 50-jähriges Jubiläum, haben wir ein großes Programm übers Jahr gestreckt mit großer musikalischer Bandbreite, mit Chor a cappella, alte Musik, neue Musik, Chor mit Saxophon, bis hin zu Chor mit einer Rockband, und sind sehr sicher, dass das auch von den Uetersenern wohlwollend wahrgenommen werden wird. Was mir an Uetersen besonders gefällt, ist die Widersetzlichkeit und das Miteinander von verschiedenen Zuständen und Situationen wie Marsch und Geest als wirklich beeinflussendes Element, Tradition mit Moderne. Aber was eigentlich am bezeichnendsten ist und für mich ein schönes Erlebnis war in den letzten Tagen, war die kleine Anekdote eines Neu-Uetersiners, der frisch zugezogen ist, nach Berlin reisen musste und dort gefragt wurde, wo er denn herkäme. Und er meinte dann, für mich also völlig überraschend, aus Uetersen in Schleswig-Holstein, mehr könne man nicht werden. Viel hat sich bereits in den letzten Jahren in Uetersen getan. Und noch viel mehr wollen die Uetersener in den kommenden Jahren erreichen. Denn hier ruht man sich nicht auf dem Erfolg vergangener Tage aus. Hier in Uetersen blickt man stets nach vorne und sucht nach neuen Herausforderungen. Natürlich müssen wir weiter an uns arbeiten, das haben wir immer getan. Aber wir müssen nicht zwei Schritte auf einmal gehen, sondern im Schritttempo bleiben. So werden wir uns als Zentrum der Region weiter stärken. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Unternehmen und die Arbeitsplätze in der Region bleiben. Wir werden die Fußgängerzone modernisieren und die Schulen werden immer mehr auf Ganztagsbetrieb umstellen. Und wir werden weiter an dem Thema bezahlbaren Wohnraum arbeiten, auch in der Innenstadt und auch für Seniorinnen und Senioren. Und der Strom soll auch in Zukunft aus den Windrädern in der Marsch kommen. Ich denke, wir werden uns noch mehr zusammenschließen mit den Dörfern und Städten im Umland. Wir alle sind die Metropolregion Hamburg und das ist das Kraftzentrum in Deutschland und davon wird auch Uetersen profitieren. Diese Stadt soll auch in 10 Jahren sozial, bunt und stark sein. Immer wenn ich nach Uetersen komme, da treffe ich auf wundervolle, ganz engagierte Menschen. Beim tollen Rosenfest, im Rosarium, genauso wie beim Roten Kreuz oder den Johannitern oder hier in dieser zauberhaften Kirche bei den Chorknaben. Uetersen ist eine liebenswerte Stadt mit liebenswerten Menschen. Hier fühlt man sich wirklich wohl. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so, wenn Sie nach Uetersen kommen.